zu wenig Brüste. Uff, ja. Mach wieder. Nee, aber ich muss sagen, wie gesagt, ich habe Resident Evil gehasst und geliebt, einfach weil es so schwer war. Und in der Hinsicht bin ich Retro-Gamer. Ich behaupte, solche schwierigen Spiele wie damals, solche Spiele, die einfach nur hart waren, die gibt es heute nicht mehr. In meinen Augen gibt es keine wirklich schwierigen Spiele mehr. Ich meine, an der Gamescom kam sie und so, doch, Dark Souls ist schwer. Für euch. Dark Souls ist nicht schwer. Ein Spiel mit automatischer Speicherfunktion. Ein Spiel, wo wenn du stirbst, du beim letzten Speicherpunkt wieder herkommst, wo du dich hochleveln kannst, ist nicht schwer. Das ist, oh, mittelleicht. Ich rede hier doch wirklich von Spielen, bei denen man seinen Controller gefressen hat. Spiele, wo du da sitzt. Und für mich eines dieser Spiele, das für mich wirklich so ein Spiel war, war das hier. Manche Leute, es gibt eine PSP-Version davon, die meine ich jetzt nicht, weil die hat Lebensbalken, die hat Magie-Level, die hat Baby-Kram. Ich rede hier vom guten alten Commodore 64 oder NES, Ghosts'n Goblins. Für die Leute, die das nicht kennen, und da sind vermutlich einige, weil nicht jeder ist so ein alter Sack wie ich. Bei Ghosts'n Goblins ging es darum, erstmal zur Story, weil wir wissen, bei solchen Spielen war die Story wichtig. Arthur, der nette Herr in der Rüstung, macht ein Picknick in seiner Unterwäsche mit seiner Freundin, der Prinzessin, schieß mich tot. Sie wird von Satan entführt, er zieht sich die Rüstung an und muss sie retten. Wir sehen, Hammer Story. Kommen wir also zu seiner Rüstung. Sie hält einen Treffer aus. Und da ist egal, ob von einer Atombombe oder wenn ein Vogel auf dich kackt, ein Treffer. Danach rennst du in der Unterwäsche weiter. Noch ein Treffer und du verlierst alles inklusive deiner Haut. Du bist tot. Also, tot. Aber ist okay, du hast drei Leben, du hast unendlich Continues, also bist nett. Du hast auch ein paar Waffen zur Auswahl, du hast einen langen Speer, den da, du hast ein kleines Messer, das doppelt so schnell fliegt, du hast ein Schild, worst weapon ever. Ihr kennt Street Fighter, Street Fighter 2, ihr kennt Dan, ihr kennt Dan Hadouken. So, also gleich Ryu Hadouken! Dan Hadouken! Das ist der Schild. Langsam fliegt nur die Hälfte der Strecke und macht fast keinen Damage. Niemand will diese Waffe. Dann die vierte Waffe ist eine Feuerkugel. Die kann man dem Gegner anschmeißen. Wenn man den Gegner nicht trifft, landet die Feuerkugel auf dem Boden und bleibt da brennen. Für ein paar Sekunden, 5 bis 10 Sekunden. Während die Kugel noch brennt, kann man keine weitere schmeißen. Und dieses Spiel hat nicht gerade wenig Gegner. So, fuck! Das Spiel. Und dann wird er auch. Man merkt sich, man holt sich das Messer und nur das Messer. Alles andere sind jetzt halt scheiße. Und dann ist okay, du holst dir das Messer, du kämpfst dich durch den Level durch, kommst zum Endgegner, prügelst ihn runter und dann kommt vom Himmel herab so ein Schlüssel. Langsam. Sehr langsam. Wenn du Pech hast, so langsam, dass das Zeitlimit abläuft, bevor du ihn kriegst. Ja, weil so ein Spiel braucht ein Zeitlimit. Und dann kommst du bald irgendwann, du kommst weiter durch die Level, du kommst vorwärts, du kommst in den 5. Level, der letzte Level, und dann findet das Spiel, du bist jetzt Boss, du bist zu einfach. Du verlierst alle Continues. Wenn du jetzt stirbst, beginnst du das Spiel von vorn.
Es kommt besser, es kommt besser. Das ist okay, du kämpfst dich auch durch den letzten Level durch, hast ja nur drei Endgegner statt einem. Und du stehst vor dem absoluten letzten Endboss, du stehst vor Satan persönlich. Mit der Waffe kannst du mich nicht verletzen. Um mich zu besiegen, brauchst du den Schild. Fang doch den letzten Level nochmal von vorne an und such dir den Schild. Du suchst dir den Schild, du kämpfst dich durch den letzten Level, du schlachtest all dieses Zeugs runter, hast natürlich immer noch kein Leben, stehst vor dem letzten Endgegner, prügelst die Böse auch fertig und dann kommt endlich der Text, auf den du so lange gewartet hast. Dieser Raum war eine Illusion. Satan ist mit deiner Freundin geflüchtet, du musst sie erneut stoppen und sie retten. Das komplette Spiel beginnt von vorne auf hart. Das sind Spiele, die für mich unter die Kategorie Arschloch spielen. Aber man hat sie durchgespielt, weil man muss ja 2 Monate warten, bis wieder ein Spiel rauskam. Und um euch zu zeigen, wie sich das Spiel spielt, ich bitte euch, achtet auf den Sound. Auf den Sound, der immer am Anfang des Levels gespielt wird. Ich liebe diesen Sound. Er ist richtig heroisch, zumindest am Anfang. Du bist toll, du schaffst es sicherlich. Achtet auf diesen Sound, achtet immer wieder auf diesen Sound, weil für mich hat sich dieses Spiel so gespielt. Ich spreche hier nach, das ist ganz wichtig.
ist böse. Das ist übrigens mein nächstes T-Shirt. Call of Duty, Menschen töten ist böse. Konami war aber wirklich intelligent. Konami wusste, sie wollen das Spiel rausbringen, das Spiel wird ein Hit, das Spiel ist Hammer. Also mussten sie zu einem Schritt greifen, den der Spielehersteller manchmal hat nutzen müssen, und das ist Zensur. Moment, eigentlich hasse ich Zensur, aber es gibt Ausnahmen. Konami ist eine Ausnahme. Weil normalerweise wird so Zeugs geändert wie, ja, die Schüsse werden angepasst oder das Blut wird entfernt. Welches Blut? Konami ging over the top. Konami dachte sich, okay, wir machen wenn dann richtig, also haben sie die Sprites geändert. Also sie haben die Helden geändert, sie haben die Bösewichte geändert, sie haben das Cover geändert und sie haben den Namen des Spiels geändert. Genau, weil Contra gab es bei uns nicht, bei uns gab es Robotector. Aus Menschen töten Menschen wurde Roboter töten Roboter. Geilste Zensur ever! In Japan prügeln sie sich, in den USA prügeln sie sich um diese Version. Die ist so geil. Und ich liebe Roboter. Alles ist besser mit Robotern. Ich weiß, everything is better with pirates, aber everything is better with robot pirates. Und ich wünschte wirklich, das hätte die Schule gemacht. Ich meine, stellt euch alte klassische Spiele vor mit Robotern. Ich meine, Super Mario mit Roboter. Legend of Zelda mit Roboter. Lara Croft mit Roboter. Sonic the Hedgehog mit Das gab's. Aber ihr seht, ich rede sehr viel über alte Spiele. Das ist halt so meine Jugend. Ich habe sehr viel gezockt. Ich zocke immer noch viel, vor allem die alten Spiele. Und bei mir ist es immer so, ich versuche die Originale herzukriegen. Ich weiß, man kann vieles auf ROMs spielen und auf Emulatoren, aber ich sag, ein ROM mit einem Originalspiel zu vergleichen, ist wie Masturbation mit echtem Sex. Und aus Sicht der Republikaner ist beides illegal. ich halte mich hier wieder rein. Mordrohung, meine Anschiebli. Nee, aber ich versuche dementsprechend wirklich die alten Dinge zu holen. Ich habe schon den NES zu Hause, den Super NES. Viele davon hatte ich schon. Und ich habe mir letztens einen Traum erfüllt. Ich war auf der Schweizer Version von eBay und da war ausgeschrieben Neo Geo Automat. Ihr kennt diese 2 Meter hohen Teile. 200 Kilo schwer. 100 Euro. Kaufen, kaufen, kaufen! Warum war das so billig? Ich habe dann runtergescrollt, nachdem ich es erstanden habe. Käufer organisiert Transport. Wo ist das? 150 Kilometer entfernt, irgendwo in den Bergen. Gut, ins Auto, ja, 2 Stunden gefahren mit dem Auto erstmal dahin. Irgendwie ins Auto gewuchtet. Und, liebe Grüne, wenn mich mal wieder jemand fragt, warum ich einen Geländewagen fahre, deswegen. Man beachte meine perfekte Sicht nach hinten und rechts. Und im Wissen, dass ich noch 150 Kilometer von dem Berg runter zurück nach Hause habe. Auf der Autobahn.
So habe ich mich einfach auch gefühlt. Das war so der Moment, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass ich ein Tagebuch hätte, um meinen Speicherpunkt zu setzen. Ihr kennt, alle hier kennen das. Alle hier hätten so gerne eine Speicherfunktion. Einfach mal so aufstehen, ins Tagebuch schreiben. So, ich bin gespeichert. Jetzt kann ich ja in die Schule, die Matheprüfung kommt. Ach egal, ich lade mal kurz neu. Ah, sehr gut, jetzt habe ich gespeichert. Jetzt kann ich ja in die Matheprüfung gehen. Ach, ich habe ja gespeichert. Welche Videospiele kennt ihr, wo wenn ihr neu ladet, ihr dieselbe Erfahrungspunkte wieder habt? Ich null. Scheiße. Von daher, ich gehe ja davon aus, dass wir eigentlich diesen Quickstart schon haben. Es einfach nicht wissen, weil wir uns halt nie daran erinnern. Außer so dieses typische Matrix-mäßige Glitch. Wenn so, hey, diese Katze kenne ich doch, ich habe Déjà-vu. Das liegt daran, weil ihr jetzt eigentlich bereit in der Wiederholung seid. Ursprünglich hat die Katze euch getötet. Ich wähle Streicheln. Katze ist immun. Aber das Problem ist jetzt einfach, das ist jetzt eine Katze, die könnt ihr nicht überspringen. Ich hatte das bei manchen Spielen wirklich so, du speicherst, du spielst 20 Sekunden, hast eine 30 Minuten lange Cutscene, dann den Bossfight, der Boss killt dich, lädst nochmal, läufst 20 Sekunden, hast eine halbe Stunde Cutscene, die du nicht überspringen kannst. Ich muss sagen, ich liebe Cutscenes, aber ich meine, früher war es ja wirklich so, Cutscenes waren das Spezielle, ich erinnere mich noch genau im Video, Final Fantasy 7. Die ersten Cutscenes überhaupt, die ich je gesehen habe, die ich wirklich, also wirkliche Cutscenes und ich saß zusammen sah. Heute ist es ja nichts Spezielles mehr. Heute gibt es Spiele, die bestehen eigentlich nur noch auf Springtime-Events und Cutscenes. Das schlimmste Beispiel hierfür, also was Wrath. Das ist ja nur noch eine ganze Cutscene. Und vor allem, es ist das männlichste Spiel aller Zeiten. Das Spiel strotzt so dermaßen vor Testosteron. Kratos sieht aus wie ein Schulmädchen. Ich musste das Bild einfach mal weiterkriegen. Nee, aber, ich meine, hast du was Rav? Könnt ihr auch reden. Solche Muckis, solch ein Gebrüll. Und ich mag Asuras Wrath, ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Handgerummt, schaut euch das an und sagt mir, ob ihr glaubt, dass die das ernst gemeint haben. Das Schwert reicht vom Mond zur Erde, durch die Erde hindurch und weiter. Ich finde das sehr amüsant, weil manche Leute behaupten, Sephiroth müsste irgendwas kompensieren. Das ist doch harmlos im Vergleich. Und ich meine, also was war, diese Muskeln, diese Wut. Generell Square Soft
hat einfach mit den großen Schwertern, Computerspiele generell, auch er hier. So schwer, dass man es mit Bandagen noch retten muss, wenn es sich wieder mit aufeinander bricht. Und ich frage mich, wer kam auf diese saublöde Idee, dass Leute nur cool werden, wenn sie mit großen Schwertern rumhantieren? Ich meine, warum hat man das Gefühl, dass große Schwerter irgendwie cool werden? Männlich. Männlich. Ja. Nee. Wobei, man kann schlecht über große Schwerter sprechen, ohne die Person aus dem nächsten Clip anzusprechen, weil wenn ich an große Schwerter und unfachgemäßen Gebrauch davon denke, denke ich immer an eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation.